Du musst dieses Jahr eine Nachprüfung machen und du weißt nicht so recht, ob du das tun sollst oder nicht. Ich möchte dir ein bisschen helfen, auch wenn jetzt schon die Ferien für die meisten von euch im Gange sind und die Entscheidung ohnehin getroffen ist. Du kannst eine Nachprüfung machen, du weißt aber noch nicht, ob du das wirklich tun sollst oder nicht. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, ob du das tun solltest und wenn ja, wie du es tun solltest. Erstmal die Frage, ob du es tun solltest, kannst nur du beantworten. Wenn du jetzt meinetwegen eine 5 hast, die du nicht ausgleichen kannst und die restlichen Noten sind okay, würde ich immer sagen, versuch's. Du kannst immer noch am Ende zurücktreten, wenn du merkst, es klappt doch irgendwo nicht. Wenn du aber sagst, so, oh, ich bin eh dabei zu kämpfen, ich habe so viel Stoff verpasst, so viel Zeit verloren irgendwo mit anderen Sachen, ich schaffe das nicht, dann kannst du dir deine Ferien auch wirklich anders gestalten. Und das musst du dir wirklich immer vor Augen führen. Eine Nachprüfung bedeutet, du hast im ganzen Schuljahr wirklich große Lücken dir aufgebaut und hast nicht ausreichend den Stoff erfüllt. Und wenn das so ist, gerade in den Hauptfächern, dann solltest du überlegen, ob du das Jahr nicht besser wiederholst. Du hast das Jahr im Prinzip vorher schon verloren. Nicht erst, wenn du das Jahr wiederholen musst. Von daher würde ich immer überlegen, okay, kann ich im nächsten Schuljahr wirklich mehr aus dem Schuljahr rausholen? Und die Antwort ist, wenn du dir Mühe gibst, immer ja. Nehmen wir mal an, du sagst, okay, ich will jetzt auf jeden Fall die Nachprüfung machen. Dann mach dir wirklich Gedanken darüber. Es ist Arbeit. Nimm dir einen Terminplaner, trag die verbleibenden Tage ein und guck, dass du erstmal Informationen bekommst. Frag deine Lehrer. Bitte sie um Übungsaufgaben, um weitere Tipps, wo du noch besser lernen kannst. Hol dir ein Buch, hol dir Mitschriften von Mitschülern und setz dich jeden Tag dran. Also so in der Woche vor der Nachprüfung mal anzufangen, ist oft gefährlich, kann ich dir sagen. Und dann sagen die Schüler, ja, ich habe aber doch gelernt, ich habe mich voll lange hingesetzt. Ein Schuljahr, ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr in dem Fall, 20 Wochen, das kann man halt eben nicht innerhalb von 1-2 Tagen unbedingt aufholen. Und da musst du auch realistisch sein. Nehmen wir mal an, du hast dich wirklich regelmäßig hingesetzt. Dann musst du deinen Kopf noch klar kriegen. Das bedeutet nämlich, du musst wirklich A, natürlich die Angst so ein bisschen beiseite schieben, dass du das nicht schaffen könntest. Ja, das kann passieren, aber wenn du gut vorbereitet bist, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Die Nachprüfung ist ja nicht dafür da, dass du durchfällst, sondern die Nachprüfung ist, dass du zeigst, dass du in dieser Zeit, in diesen 6 Wochen, das, was dir fehlte, gelernt hast. Und wenn du das getan hast, warum solltest du Angst davor haben? Du kannst aber auf jeden Fall immer Leute nutzen, mit denen du lernen kannst. Und erzähl denen über den Stoff. Also nimm wirklich dir die Zeit, erzähl über den Stoff, lass dich von Leuten ausfragen, erklär denen, wie es geht, rechne Beispielaufgaben, in Mathe zum Beispiel, schreib Texte, übe, mach dir Karteikarten, lern mit der Pomodoro-Technik immer eine halbe Stunde und dann mal eine Pause machen oder 25 Minuten und eine Pause machen. Nimm auf jeden Fall dir Zeit und mein Tipp ist wirklich, geh zu Leuten hin und erzähl denen davon, auch wenn es denen irgendwann aus den Ohren rauskommt. Aber wenn die sagen, ja, ich habe es ja jetzt verstanden, dann hast du es auch verstanden. Wenn du dieses Jahr eine Nachprüfung machst, dann möchte ich dir natürlich auch viel Glück wünschen, viel Erfolg wünschen, dass du es schaffst. Hängt ja ein bisschen an dir. Wie gesagt, also entweder du hast das Schuljahr eh schon vorher verloren, im letzten Schuljahr, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du die Prüfung nicht schaffst. Du hast jetzt versucht, etwas daraus zu ziehen und so oder so wirst du hoffentlich im nächsten Schuljahr, egal ob du dann weitergehst oder ob du nochmal wiederholen musst, was daraus gelernt haben. Nämlich, dich früher dran zu setzen, konzentrierter zu lernen und mehr aus der Zeit, die du in der Schule eh hast, zu machen. Nachprüfung ist nicht schlimm. Das ist mir ja selber als Lehrer auch damals passiert. Und es hat mir nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Und von daher würde ich auch immer sagen, hey, nutz diese Chance, weil danach ging es wirklich leichter für mich. Dann hatte ich irgendwie so einen Hebel, der hat sich umgestellt und dann klappte es auch irgendwo mit dem Lernen wieder. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall für dich, dass du, egal ob du die Nachprüfung bestehst oder nicht, am Ende sagst, okay, jetzt hat sich bei mir der Hebel umgestellt. Auch wenn du sagst, naja, ich lerne jetzt nicht, ich gehe nicht in die Nachprüfung, dass du dann im nächsten Schuljahr auf jeden Fall neu Gas geben kannst. Ich wünsche dir einen guten Start. Natürlich erstmal die Nachprüfung, dass das gut klappt. Wenn du dran bist, dann schreib mir, wie es war, interessiert mich. Wir drücken dir, glaube ich, alle die Daumen. Also von daher, viel Erfolg.
Thank you.